Hardy, auch verstanden? Ja. Fuck, ey, wieso mache ich das mit Animation, Idiot? Tuning-Werkstatt. Oh, ich habe gerade eine Liste von Fahrzeugen gekriegt. Ja, die habe ich auch. Oh, Bram, ich habe gerade dein Auto gefunden. Das bringt doch bestimmt gut Kohle, oder? Wo ist denn hier Los Santos? Also nicht dein echtes Auto, sondern das, was du fährst halt. Ja, das ist die Spraydose. Jetzt habe ich die Bullen am Hals. Scheiße. Simeon möchte dieses Fahrzeug. Oh. Lol, jetzt ist der wieder abgeschlossen. So, ich hab ein Fahrzeug von Simeon haben will. Mal gucken, wie viel Cash der dafür bezahlt. Alter, was ist denn das für ein krasser... Ach, sagt er das einfach, wenn... Wenn du in ein richtiges Fahrzeug einsteigst, dann wird er das angezeigt, ja. Du kriegst allerdings auch direkt, wenn du in so ein Fahrzeug einsteigst, was Simeon haben will, 2 Sterne. Deswegen, okay. Uff, passt hin. Ich weiß gar nicht, was für ein Handel ist an der hier gerade läuft. Tollwax. Bam, erstmal verticken. Komm, jetzt wett ihr doch mal los, ey. Wie lange brauchen die denn? Voll Lava für 7000. Alles klar. Das ist doch mal eine nice Spritze. Was hast du für eine Karre verkauft für 7000? Weißt du das? Ein SUV direkt vor Los Santos Custom Stand. Aber geil. So, Simeon möchte dieses Fahrzeug. Lass es umlackieren und bring es zum Hafen. Alles klar. Probieren wir das doch mal aus. Tuning-Werkstatt, genau. Ich glaube, die Mucke, die ist gerade geschützt. Deswegen nehmen wir mal anderes. Ich habe jetzt hier aber Radio echt auf sehr leise gestellt. Ich hoffe, dass YouTube das... Alter, die fahren mich aber auch alle um wie die dummen Wichser, ey. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Wer fährt dich um? Polizei? Hast du auch Polizei am Sack? Also komische... Andere Fahrer? Spots. Ich habe nämlich jetzt schon wieder eine Koop-Mission bekommen, aber ich will jetzt erst Simeons Wagen wegbringen. Alter! Alter, wer war das denn? Es gibt auch den Tipp, wenn du NPCs siehst, die extrem schnell unterwegs sind, das sind meistens Autos, die Simeon haben will. Den Tipp habe ich schon mal bekommen. Okay. Ich habe jetzt hier erstmal weg. Ich habe jetzt hier. Alle geilen Autos, die ich sehe, die fahren mich hier teilweise alle um, ey. Ja, das sind dann wahrscheinlich solche Raser. Stell dich einfach vor Los Santos Customs und dann halt auf eine Karre. Wie gesagt, gerade SUV 7000. Muss ich die jetzt erst reparieren oder was? Oh mein Gott, okay. Ja, ich brauche jetzt vor allen Dingen erstmal generell ein Fahrzeug. Wie, das kostet Geld? Wollt ihr mich verarschen? Ja, kostet Geld, musst du vorstrecken. Okay, hab ich gemacht. Ah, jetzt sofort wirst du weggesnackt. Ja. Ja, da ist gerade einer an dir vorbeigeheizt. Ja, der hat mich aber nichts gemacht. Der hat mich aber nichts gemacht. Der Stripclub ist jetzt verfügbar. Ja, da geht doch mal ins Stripclub. Nee. Meinst du, ich kann so einen 40-Tonner bei Los Santos abgeben? Das wäre geil. Ich will mit so einem Heli da reinfliegen. Boah, wie hier auch an der Kreuzung. Ich will mal ein Heli haben, ey. Oder irgendwas Fliegendes. Aber die sind, glaube ich, arschteuer. Oh, hi. So. Ich glaube, den behalte ich sogar. Ist nicht ein Muster. Zu den austauschen gegen deinen BMW, das kostet ein bisschen was, wenn du dir wieder einen Peilsender anbringen willst, ne? So, genau. Ich glaube, allein die Vollkaskoversorgung kostet 7000. Peilsender weiß ich aber nicht. Ja, aber der geht voll ab, der komische Muster. Okay. Dann do it. Do it, bitch. Das hat, glaube ich, gesehen worden. Ich? Ne. Boah, der bricht aber fast gar nicht leicht aus und so. Das ist ja gut. Boah, voll weit bis zu Simeon, ey. Wie viel Zeit man hier verbringt mit einfach durch die Gegend fahren. Das Gute ist, dass durch die Gegend fahren macht ziemlich viel Laune. Von daher passt das. Ich weiß nur nicht, ob das viel Laune macht, zuzuschauen. Aber das wird sich dann zeigen. Ah, Peter spricht nachher dann auch im Off einfach so eine schöne Geschichte darüber. Nee. Ich würde unfassbar gern gegen irgendeinen von euch mal Tennis spielen. Ja, spiel doch Tennis. Tennis. Ja, gegen einen. Ja, kannst du bestimmt, wenn du zu so einem Tennis-Ding fährst, kannst du bestimmt einen einladen. Ja, aber erst muss ich noch kurz einen Laden ausräumen. Eine Sekunde.
noch einen gefunden, wo ich noch nicht war. Ja, Brams Karre geht echt gut ab, muss ich sagen. Ich habe auch noch keinen Unfall gebaut, glaube ich. Los, du Spassi! Mach die Tüte voll, ey! Spritz sie voll wie ein Ochse! Nur mit Geld. Komm schon! Do it, bitch! Do it! Do it better! Spasti! Da ist da. Boah, 1600, ey! Nice car. Weiß ich, wie viel Geld ich für das Verkaufen kriege? Good work. Was steht denn da? 3500. Hui. Okay, ich habe gerade jetzt für Simeons Karre 6090 bekommen. Das ist jetzt nicht so viel, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Nee, aber da kannst du wahrscheinlich unendlich oft machen. Weiß ich nicht. Komm, schnell einzahlen, die Kohle. Ja, einzahlen. 42.000 haben wir mittlerweile. Gute Arbeit bei der letzten Lieferung. Wenn ich weitere Bestellungen habe, lasse ich das. Oh, nice. Alles klar. So, Peter, lad mich mal ein. Behalte ich den Mustang. Wie soll ich dich denn einladen? In den Koop-Job. Achso, kein Tennis spielen? Ja, wobei also, wir sind zu dritt. Erst Koop-Job. Ja, wir könnten Golf spielen zu dritt, aber ich weiß nicht, ob Hardy jetzt schon kann. Ja, vielleicht geht das ja. Kann ich denn schon Golf spielen? Ja, vielleicht kannst du dir trotzdem einladen, auch wenn er noch nicht bei seiner Map freigeschaltet ist. Ja, okay, dann probiere ich das mal. Ich fahr mal kurz dahin. Hat die Bock auf Gold? Also nein. Nee. Ja, dann lad uns mal ein, Peter. Okay. Wie mach ich das jetzt? Wird heruntergeladen, Mama. Ich hab mich ja echt, weißt du, wenn ich mir die Welt so angucke, wie lange Rockstar dran gesessen hat, die so schön zu bauen, weil ich finde die echt cool gemacht und überlegt und nicht so Level-Editor-mäßig. Irgendwie finde ich meinen Radiosender nicht. Oh, egal. Ja, du sollst kein Radiosender, du sollst es einladen. Ja. Geile Fickschnitte. Meine Freunde. Ja, leider ist die Farbe nicht verfügbar. So, ihr seid eingeladen. Ja, komm. Der gute Alte. So, schnell nochmal hier. Schnell mal annehmen, was? Oh, immerhin habe ich 27.000 mittlerweile. Ich weiß noch gar nicht, was ich mir kaufen will von der Kohle. Das war ein Haus. Na, eigentlich schon, aber das kostet 25.000. Ich weiß nicht, ob ich so eine Bruchbude haben will. Boah, mein Fahrlevel ist mittlerweile echt gut. Mit Abstand der beste Level. Wobei das auch das, was man mit Abstand am meisten macht. Ich weiß nicht, wofür man hier einen Schleichen-Skill hat im Online-Modus, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie eine Map. Ja, wobei, ich habe schon mal was gezockt. Da konnte man andere, also das war so eine Art Deathmatch, da konnte man die anderen Leute auf der Map sehen, wenn die sich zu laut verhalten haben. Das heißt, wenn die gesprintet sind oder wenn die geschossen haben. Vielleicht sieht man einen mit einem höheren Schleichen-Skill seltener auf der Map, wodurch man einen Vorteil hat. Aber ich weiß nicht, wie man den leveln kann, weil ich schleiche ja nicht die ganze Zeit durch die Gegend. Hat die könntest du mal beitreten? Ach so. Ohne Spaß, der Mustang sieht mega fett aus. Sagt der, ach so, der weiß die ganze Gerald, Zeit, dass der Einladung beitreten kann. SMS. Ja, das ist so typisch Hardy, kennst du das doch, weißt du? Ja. Ich hab keine Einladung gekriegt. Hier steht der Hardy eingeladen. Ja, ich hab aber keine Einladung gekriegt. Das ist die unterste, du Lutscher. Fickgesichtiges Spastikind. Arschkrebs-Nugatschnitte. Tritt bei. Ich hab keine Einladung bekommen. Mama. Erstmal Fischlakritz snacken. Boah, wieso kann ich nicht hier in dem Bildschirm eure Werte gucken? Weil du nochmal gestellt hast. Ja, das wäre echt interessant mal, wa? Ja.
will mal ein bisschen vergleichen. So, go, go. Pass auf, Roger Schlottball, das kennst du ja sicher. Die Ballers unterhalten sich gerade mit ein paar professionell aus dem Typen Thema reiner Stoff. Du greifst dir das Paket und jetzt ist das weg. Ich glaube, die Sterne, auch in der Stadt, sind wirklich einfach nur so immer Koop-Mission, kann das sein? Oder Team-Mission. So, möchte einer mitfahren? Oder hat er selbst? Kann übrigens alle mitnehmen. Warum? Ha, die kannst du auch alle mitnehmen? Nee. Sie haben immer nur alle Leute. Ja, das wäre halt witziger, wenn nicht jeder alleine fährt. Entschuldige bitte, so muss dann sieht er wohl mal tausendmal geil aus als seine Pimmelkarre da, ey. Dann nehme ich mir auch meinen Zweisitzer. Oh, wir sind mal wieder genial. Alter, der kratzt mir den doch nicht! Er hat doch die Fresse! Wer ist denn Mutter zerkratzt dir gleich mal die Augen, ey. Okay, ihr spielt GTA. Jupp. Join mal, Biatch. Ja, du kannst gleich für mich einsteigen, Jay. Ha, wie er mir immer Bescheid sagt. Warum willst du denn jetzt gehen? Ja, echt weil, mal, Hadi. Weil ich noch Zelda aufnehmen muss. Wahrscheinlich für heute sogar noch, wa? Ja. Das schaffst du auf keinen Fall mehr. Natürlich schaffe ich das. Das schaffst du never ever. Ja, ja, genau, Bram. Wir haben ja erst kurz noch drei und dann kommt ja erst mit dem Tricks. Ja, genau. Ja, das sind 2,5 Stunden. Das ja, sind 20 und? Minuten aufnehmen, 40 Minuten rendern. Natürlich hochladen passt das. Natürlich und passt das. Du kannst jetzt ja noch nicht anfangen, weil du ja noch 2 Missionen mit uns machen musst. Ja. Ja, wir werden sehen, ob es klappt. Jetzt darüber reden bringt auch nichts. Da wird mein linkes goldenes Ei da drauf. Dein linkes goldenes Ei, auch nicht schlimm. Ich würde es nehmen. Ich liebe nämlich Gold. Hey, hättest du schon machen sollen, da hätten wir jetzt den ganzen Tag GTA spielen können. Entschuldige bitte, ja, ich habe gestern noch gesagt, dass ich heute nochmal zur Wohnung muss. Das habe ich sogar extra gesagt. Ich fühle mich nicht angegriffen, aber ich. Gar nicht. Kommst du denn nochmal wieder, Hadi? Ja, ich komme heute Abend. Ich bin heute also Abend. Also so echt da. Wieder oder so wie letztes Mal mit Nein, Battlefield ich wieder? Ich bin da. Ich bin heute Abend wieder da. Weil bei Battlefield hast du auch ich gesagt, da, ich komme nachher wieder und dann hat sich wieder gemeldet. Problem, dass wir nachher gerne nochmal weiterspielen. Ich frag ja nur. Gut. Ich frag ja nur, ob der wirklich wiederkommt. Ja, ich komme wieder. Das ist ein bisschen komisch gefahren. Ja. So, vielleicht willst du auch Meth haben oder so. Ich bin jetzt bei den Ballers. Oh, die Kraft. Ah! Alter, ich krieg gerade richtig auf die Fresse. Ich bin mit dem Auto geschießen. Schieß doch aus. Oh, ich muss erst nochmal patchen. Ah, schon länger nicht mehr gespielt. Alter! Ich weiß nicht, noch 2 Hits oder so dann war das. Aber mit schnellem Internet geht das. Ah ja, stimmt. Oh, da unten gammelt noch einer. Ah, oh, wir lebten hier noch! Ah! Guck mal, der hat eine geile Waffe. Ha! Moment, was müssen wir denn jetzt hier klauen? Ich hab das Koks schon geholt. So. Hat jetzt einfach über den Haufen schießt. Ich hab das Koks schon geschnüffelt und hab's direkt eingesammelt. Sehr gut. Aber ich hoffe, du hast es nicht weggeschnüffelt. Achso, will einer mitfahren? Nee, wir haben alle unsere eigenen Karten. Toll, ein schöner Mustang, ey. Ja, du glaubst aber selber nicht. Nur ansatzweise, wenn du da drauf stehst, dass der Gans ist, der Gans bleibt. Wir haben den verschönert, Hadi. Ja, auf jeden Fall, Junge. Jetzt muss ich noch das Intro zocken, ne? Hast du noch nicht Tutorial gemacht? Ja, man kommt ja da erst seit heute scheinbar rein ist in das ja Spiel richtig. Vernünftig. Ja, ist ja richtig. Also Peter, ja, hier, das ist doch eine Ja, wie konnte ich nur fragen? Echt? Wir sind schon ein geiles Team hier mit unseren Knarren. Boah, hab ich eine geile AK oder was? Hab ich mal schnell den Reifen kaputt gemacht oder was? Guck mal, wie wir da ankommen. Ah, die wirft ihm erstmal geil das Zeug zu. Ja. Nice. Keep your mouth shut about me, you hear? Der hat die voll ein Loch im Arm hat. Ja, scheiß drauf, Junge. Wir mussten Koks holen. 3000. Ja. Immerhin kann man mit arbeiten. Wie gut, dass ich gerade ungefähr, keine Ahnung, 9000 für das Auto ausgegeben habe. Hat mir gefallen. Gefällt mir. Wie lange nimmt ihr denn schon auf? Keine Ahnung. Eine Stunde und 36 Minuten. Nein, so kurz erst? Ja. Alles klar. Ja, dann geht noch was. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 Online. Wir haben uns gerade zu dritt verbündet gegen Jay. Was? Was? Was fährt Jay?
Der Hauptab dieser. Der hat nämlich Christian einfach mal so einen Reifen kaputt geschossen. Christian hat mich angedirtscht. Komm, Christian, steig bei mir ein und dann machen wir den kaputt. Am Arsch! Okay. Mein Reifen hat rausgehalten. Oh, sorry. Und trotzdem, ich habe auch gar nicht auf den Reifen geschossen. Ich habe überhaupt nicht auf die Reifen geschossen. Ja, sollen wir jetzt zum Flughafen oder was ist der Plan? Ja, du hast ja den hintere Reifen und ist im Arsch. Ja, war ich nicht. War Peter. Nice. Was machen wir jetzt? Ja, ich kann nicht mehr fahren. Ja, dann steig doch ein. Dann muss ich aber meine Karre irgendwo stehen lassen. Ja dann nicht halt mehr. Nicht. Überlege dir, war nur ein Angebot. Da gibt er mir direkt den Header. Jetzt nehme ich die Karre von dem. Ich steig ja von meinem Rampen ein. Jetzt muss der Rampen verschwinden. Fuck you! Aber hier sind keine, das ist nur ein Stern. Ja, das ist schon weg. Okay, sollen wir echt versuchen, am Flughafen was zu snacken? Ich würde sagen, wir versuchen am Flughafen uns ein Flugzeug zu snacken. Yeah. Wir wissen, wie viele Leute da rein können. Und dann versuchen wir uns beim Airfield irgendwas zu holen. Wir müssen hier weg. Die Bullen! Ich muss allerdings dabei sagen, ich habe beim Flughafen noch keinen Hubschrauber gefunden, also diese pissnormalen. Ja, das ist natürlich blöd. Also, ja, nicht, beim Flugzeug kommen bestimmt auch mehr rein. Jay, soll ich dich mitnehmen? Ne, ich nehme meinen Wagen. Da steht der hier vorne. Ich muss kurz warten, bis die Bullerei weg ist. Läuft. Du willst mich platt fahren, oder? Ja, da hätte ich mir aber ein bisschen mehr Gas gegeben. Ich wollte dir nur ein bisschen Angst machen. Als ob. Also, es ist ein Brammatisch. So, ich habe schon eine Markierung vermerkt heute, ja. So, ab zum Flughafen, oder was? Ja, eine Markierung in der Unterhose hast du, Peter. Also, nach ganz unten, oder was? Ja. Nach ganz unten, ja. Eine Markierung. Da, wo Peter hingehört, nach ganz unten. Mein Gott! Boah, zum Glück meint er nicht uns denn. Nee. Was höre ich hier eigentlich für Musik? Also, egal, also voll entspannt. Nächste, was ich zerstören müsste, wäre jetzt, nachdem Chris mich getötet hat, wäre sein. Was kann ich denn als nächstes kaputt machen bei Chris? Ach, Jay ist schon wieder in seinem Ich muss übertrumpfen. Ich muss immer übertreiben. Was geht überhaupt nichts mehr aus, außer den anderen abschießen, oder? Ja, das ist schon kann teuer genug. Wir haben nämlich festgestellt, dass wenn du stirbst, dir auch Geld von der Bank abgezogen wird, liebe Zuschauer. Und zwar nicht zu knapp. Mir wird Geld von der Bank abgezogen, jedes Mal. Okay, also nur Peter wird Geld von der Bank abgezogen. Vielleicht ab toll, Peter! Hast du es fein gemacht! Ey, da fliegt ein Heli. Was denn, Jay? Hast du fein gemacht? Du hast die falsche Ausfahrt genommen. Nicht nach. Deswegen ruckelt das gerade ohne Sau. Wie Drecksau. Ohne Sau. Ich habe jetzt gerade keine Texturen gerade mehr. Du fährst gerade in der Luft. Jawohl, ja! Ah, Bram hat schon ein Flugzeug. Vielleicht ist er... Nice! Abgehört. Wo ist gelandet? Aber unten fahren ist gar nicht so schlimm, weil du musst von da oben eh nach unten. Von dem Auto. Moment! Ah, scheiß! Lol! Nein! Ich hab mich überschlagen! Oh mein Gott, ich bin ganz unten. Lang. Ich bin jetzt nach ganz unten gefallen. Da hab ich schon Jay gesehen, wie der hinten ist. Ich hab den gleichen Weg genommen wie Bram. Ey, guck mal, da ist die orangene Karre wieder. Ja... Verdammt, sind wir auch? Sind wir beide falsch? Nein! Und ich bin der Peller, ja sicher! Ja, das war mal keine Tür, ja. So, also alles eigentlich immer da, lang, wo die Action nicht abgeht, ey. Das gibt's doch nicht. Moment, wo bist du jetzt lang? Ja, ich war hinter... Komm zu mir! Du hast doch einen Wegpunkt, Bram. Ja. Moment, Bram, danke fürs Freimachen, danke. Vielen Dank, schön. Ja. Moment, wo sind wir denn jetzt hier? Du kannst ja nicht einfach durch die Mauer heizen. Du musst durch den Haupteingang fahren. Ohne Scheiß, ich habe keine Markierung gemacht. Ja, Peter hat sich verpisst, der blöde Wichser bei mir. Ja, ihr seht mich doch auf der Map, du Nutte. Oh, da war eine Leitplanke, der hab ich nicht. Wieso kann der Wagen keine Treppen fahren? Der rechter Vorderreifen ist im Arsch. Ich kann nicht Treppen hochfahren. Nee, die Reifen sind noch gut. Lol. Ja. Okay. What the fuck? Da rechts. So. Ne, warum? Hier, da nee, Peter ist auf der anderen Seite. Ja, Peter ist auf der anderen Seite. Ja, hier ist eine Sprungchance. Da seht ihr die Sprungchance da vor uns? Da springen wir sofort alle nacheinander drüber und ich zuletzt, weil ich aufnehme. Ja. Ja, Peter lacht sich wahrscheinlich gleich kaputt oder so. Haha, ich muss da nicht lang. Mehr Anlauf? Ja, dann reicht der Anlauf. Verdammt, wartet erstmal. Ich muss erstmal den Weg zu euch finden. Die Monster-Stunts geschafft? Nee, einen hab ich gerade. An der Halfpipe? Oder an der Halfpipe? Wie viel Anlauf willst du denn nehmen? Oh, von hier aus. Bram fliegt mit mir bis zum Mond. Ohne Scheiße. Was will denn Hani? Hani, verpiss dich. Hani ist tot. Oh, die Bullen sind eben. Warte. Okay, wir müssen loslegen. Springt halt rüber. Halt! Du Schweine! Christian, hier sind die Bullen.
Wo ist die Chance? Da. Da ist die Chance! Wow! Ich hab's nicht geschafft! Okay, ich muss Christian aufs Tabel, der ist rausgesprungen. Ich will echt nicht sagen, aber ich falle auf den Ding hier rum, wa? Du bist tot, am Arsch bist du tot. Hier, steig ein. Ah, Leute! Was macht ihr Schweine da? Pete Smith hat Husan erledigt. Ey, wie willst du mich denn bitte einsammeln, Peter, wenn du mit 300 Sachen angehst? Ihr seid gerummelt bei mir. Boah, ich komm nicht über die Sprungstraße drüber. Okay. Bargeld 0, Bank 0. Jawohl, ich hab nichts mehr zu verlieren. Ey, du hast den Hardy-Status erreicht. Sehr gut. Nice, ich bin auf dem Flugfeld ohne Bullen. Aber geil, ich komm auch zum Flugfeld. Ja, Peter, sammel mich mal ein. Ich bin hier bei der... Ich bin aber schon auf dem Flugfeld drauf. Hier ist Nelly! Alles klar. Ah, super. Dann warte ich jetzt damit, ich euch jetzt ab. Ich finde dieses befickte Flugfeld nicht mal so eine Scheiße. Ja, wie kann man so unfähig sein? Ach, halt die Fresse, Peter. Das ist der Heli, warte.